Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Warte mal. So. Wir haben im letzten Part Bum Bum besiegt. Ich glaube, das war auch der letzte Bum Bum. Und jetzt ist es so, wir haben hier Nummer 3 und da hinten dann Nummer 4. Ich weiß aber nicht, welche ich machen will. Ich glaube, ich mache sogar lieber. Ich glaube, es ist sogar eigentlich egal. Ich mach mal beide natürlich. Sorry, ich habe voll vergessen. Ich bin ja hier nicht in meinem privaten Speicherstand. Oh ja, das kenne ich. Das ist scheiße. Wow, Glück gehabt. Also. Wenn wir Sternmünzen finden, was ich hoffe, dann, ja, hoffentlich finde ich welche. Okay. So. Ja, hat nur gereicht. Ist gut. Fuck, fuck, nein, 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 oh Mann. Ich finde es eigentlich lustig, dass die Flughörner immer, wenn sie fliegen, so böse gucken. Ich finde das voll lustig. Aber nee, das Level war extrem scheiße. Guck jetzt wieder. Ah, scheiße, fast. Okay, das Flughörner kann sich irgendwie nicht entscheiden. Und der hat auch ab. Aber da komme ich irgendwie. Ach, hätte da vielleicht den Kettenhund. Dann hätte ich dahin schicken sollen. Ich check. Und da geht's anscheinend auch weiter. Da gehe ich jetzt auch gleich mal hin. Wenn mich das Ding lassen würde. Danke. Und P-Switch. Ah, da wäre noch was. Komm, ich will jetzt schon hin. Ihr seid doch gemein. Habe ich nochmal die Chance dazu? Nein. Ach, Menno. Weil da wäre sicher auch eine Sternmünze drin gewesen. Ich wette mit euch, da wäre eine drin gewesen. Ah, oh, das ist jetzt scheiße. Ah, okay, sobald also ich den befreit habe, macht er mir keinen Schaden mehr. Ja, aber nee, das ist jetzt extrem schade. Ich kann das Level nochmal wiederholen. Und jetzt, na, andererseits, ich will es nicht, weil ich meine, ich möchte ja vorankommen. Aber jedenfalls, ich wette mit euch, da dort war eine drinne. Und geht's da auch noch rein? Ich glaube eher nicht. Und jedenfalls, da ist noch eine. Wie ich da hinkomme, ist meine Oh scheiße, so muss ich hin. Okay, das war die letzte. Ja, ich wette mit euch, da war eine. Ich wette mit euch, da war eine. Da wo die war, wo der P-Switch-Schalter war. Denn auf jeden Fall muss man dann einfach den Weg folgen. Tut mir leid, dass ich das nicht geschafft habe. Ah, das ist jetzt auch blöd. Ich hab's halt erst zu spät gemerkt. Und das hat. Und die. Ah, nicht schon wieder. Und die Münze hat halt auch Skill gebraucht, glaube ich. Zumindest eine bessere Reaktionszeit. Naja. Es wäre blöd, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, weil dann geht wertvolle Zeit verloren. Andererseits, ich weiß ja, wo sie ist. Habe ich Items? Nee. Ach komm, ich hole sie euch jetzt einfach nochmal, nur damit ihr wisst, wo sie genau ist. Kann sein, dass das ja noch weitergeht. Und ich kann dann auch wieder Leben farmen. Fällt mir auf. Aber wir müssen das jetzt ganz geschickt angehen. Ich bin immer ein bisschen, wie nennt man das? Ein bisschen voreilig, ein bisschen ungeduldig. Komm, geh mal weg, du kleines Flughörnchen. So, jetzt haben wir zumindest hier noch so ein Flughörnchen, das ist toll.
Ah, verdammt, schon wieder. Da wäre sicher auch noch eine drin gewesen. Und stimmt, da ist ja auch noch. Okay, da muss ich jetzt aber aufpassen. Ja, da war noch eine. Und ich weiß, da wo der Kettenhund jetzt gewesen wäre, da wäre auch noch eine drin gewesen. Naja. Ich weiß ja jetzt, wo sie ist. Und ach, mir passiert immer genau der Mist, ey. Aber naja. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt zweimal gespielt, also das Level zweimal gemacht. Das muss jetzt reichen. Und ja. Machen wir das nächste Level. Ich meine, ihr wisst ja jetzt auch, wo die erste gewesen wäre, da wo der Kettenhund ist und diese Steinwand. Da muss man einfach den Kettenhund dann auf diese Steinwand draufhetzen. Und dann müsste da hinten auch diese Münze sein. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Okay, wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann mache ich halt unser reckes Level nochmal. Aber nee, ist nicht so. Ja, und dann hole ich halt für euch die letzte Münze noch. Ja. So, wo wir gerade dabei sind, jetzt können wir auch dieses Level machen. Die dunkle Blockade. Ich kann mir vorstellen, da gibt es wieder Nuckelhaar. Natürlich. Oh nein, Fledermäuse. Oh ne, das Level war, glaube ich, sogar cool. Ich glaube, da gab es andauernd nur diese Sterne. Da ist eine Münze. Die hole ich mir. Okay, die war jetzt wirklich leicht. Ja, da gibt es hauptsächlich diese Sterne. Ah, der ist ja mal cool. Boah, damals in Deluxe, ja? Da war das so schwer. Ah, jetzt verlässt mich das Glück. Aber, naja, okay, diesen, naja. Boah, ich dachte, das tötet mich jetzt. Okay, noch irgendwo Sternmünzen, wo ich nicht weiß. Ich meine, wenn wir schon, ja, dann schon, oder? Ich finde es eigentlich toll, dass Mario so hoch springen kann. Jetzt hätten sie den Super Smash Bros. Noch ein bisschen besser machen können, als sie ihn höher springen lassen können. Ne, da geht's vielleicht weiter. Ja. Scheiße. Ist jetzt euer Ernst? Ich werde sterben. Okay, wie soll ich jetzt da, wie soll ich jetzt da rankommen? Das ist jetzt die große Frage. Wie komme ich jetzt da möglichst gut ran? Bleibt die andere Münze zumindest gespeichert? Natürlich nicht. Scheiße. Okay, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Tut mir extrem leid. Oh, what the fuck? Machen die ja schon hier Sturzflug? Oh Gott, ich bin tot. Ha, nee, doch nicht. Wie? Ah, natürlich. Nur wenn ich einen großen Pilz, nur wenn ich so ein großes Ding hab, dann. Oh, scheiße, nicht schon wieder. Naja, zumindest ein Pilz. Aber nee, wie soll ich da rankommen? Das ist eine große Frage. Die macht mir jetzt Kopfzerbrechen. Auf jeden Fall ohne Flughörnchen geht es nicht. Ich muss mich auf die Paracoopas verlassen. Ich versuch's nochmal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lasse ich es sein. Okay, erstmal muss ich das geduldig angehen. Also, ich muss auf den in der Mitte. Auf die Nummer 4 muss ich auf jeden Fall. Und auf Nummer 5 oder 6. Man nimmt da am besten Anlauf. Und dann muss ich die übrigen nutzen, um hier zurückzukommen. Das ist schwieriger, wie gesagt.
Und ich bin tot. Okay. Ich glaube, ohne Flugkontrollen geht es nicht. Lass mir das. Ich brauche die Leben noch für die siebte Welt. Tut mir echt leid, Leute. Aber ihr wisst zumindest, wo sie ist. Und jetzt ist das Wichtigste. Aber wie ich da rankommen soll... Ah, ne, jetzt habe ich die vergessen, scheiße. Komm, die will ich zumindest. Ah, Mann, was soll denn der Mist? Ja, natürlich. Die, guck mal, die machen hier 3 Kilometer Sturzflug. Was the fuck? Wo wir gerade dabei sind, da könnt ihr langsam... Ich glaube, sobald ich bei Roy bin, mache ich mal die Lebenshäuser. Und, den anderen mischt. Wow, das war knapp. Das war noch knapper. Also der Vorteil vom kleinen Mario ist einfach, dass man da Gegnern extrem gut ausweichen kann, ohne was dafür tun zu müssen. Vielleicht ab und zu noch ein bisschen ducken und dann war's das. Da gäbe es noch einen Pilz. Seht ihr, wie ich das meine? Da gäbe es noch einen Pilz, den brauche ich. Eis, komm schon! Okay, langsam nervt mich dieses blöde Level. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Boah, was wäre nur ohne diese Duckfähigkeit. Aber wisst ihr, was ich eigentlich am wenigsten mache? Ist der Spinjump. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Münze holen könnten. Mit dem Spinjump vielleicht. Dann springt man ja höher, soweit ich das noch weiß. Oder? Das war doch so. Oder so ähnlich. Ich will es nochmal probieren mit dem Spinjump. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es einfach nicht. Ich bin einfach so mega ungeduldig. Ah, da gibt es sogar Feuerblume. Interessant. Brauche ich aber jetzt noch nicht. Andererseits. Ich will jetzt die Münze holen. Jetzt, meine Fresse, jetzt tu doch mal das, was ich dir sage. Ja, wo ist denn die jetzt? Bin ich schon dran vorbei? Nee. Okay, mit dem Spinjump. Wie geht der? Der geht auf meiner R-Taste. Nein! Nein! Scheiße! Nein, du Double! Was machst denn du? Der springt der Double einfach nicht! Noch nicht. Okay, ich will... Ich beende den Part erst, wenn ich dieses fucking Level geschafft habe. Und mein Tipp für die zweite Sternmünze. Nehmt ja nicht diese blöde Feuerblume. Nicht die Feuerblume. Die macht alles kaputt. Das tut mir echt leid. Aber wisst ihr, ihr seht ihr mal, warum ich eigentlich diese blöde Sternmünzensucherei hasse. Ich bin jetzt hier praktisch über 10 Minuten dran, diese fucking Sternmünzen zu holen, weil ich es einfach nicht hinkriege, sie zu bekommen. Und das hasse ich einfach, weil wieder, das ist halt der Grund, warum ich eigentlich die Sternmünzensucherei im Let's Play hasse, allgemein, weil ich schon wieder Stunden und Parts in denselben Leveln oder nur in 2 Leveln, wo man locker in 3 oder 4 sein könnte, nur weil man die Sternmünzen haben will. Und dann failt man andauernd, weil die manchmal extrem schwer zu bekommen sind. Oder man nicht weiß, wo die sind und so weiter und so fort. Wisst ihr, wenn man zumindest mal den Weg rausschneiden würde, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber nee, dann weiß ja niemand, wie er jetzt da hingekommen ist. Okay, Junge, wenn du sofort das nicht da hochgehst, ja, dann rasch dich raus. Junge, wenn du da nicht sofort darüber fliegst, ja. Okay, Spinjump auf ZR. Kannst du das auch im... Ja, okay, kann auch. Er macht's nicht! Okay, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Münze holen soll. Und, wisst ihr noch was anderes? Es ist mir wurscht. Ich gehe jetzt weiter und mit Glück erwische ich noch die dritte Münze. Und nein, ich möchte nicht den Luigi haben. Aber Dankeschön.
Nee, wisst ihr, jetzt ist schon der Luigi da und das heißt für mich, es ist Zeit damit aufzuhören. Weil Luigi ist immer so eine Warnung für mich. Wenn der meint, er kann es besser, dann weiß ich, ich bin extrem schlecht. Und ich hasse es schlecht zu... Ach, fick dich. Fick dich einfach, du Miske. Aber jetzt kommen die nächsten. Okay, es reicht. Wieso sind Fledermäuse auf einmal so langsam? Seht ihr, jetzt hab ich's wieder im Schädel, jetzt rascht ich wieder aus. Jetzt ist mir die ganze Konzentration für den Arsch, nur weil ich euch diese blöden Sternmünzen holen wollte. Weil ansonsten ja die Heulerei wahrscheinlich wieder groß wäre, der rennt nur in den Leveln rum. Und seht ihr auch diese blöden Sturzflughainis, die können mich bald mal am Arsch lecken. Wo wir gerade dabei sind. Kann ich jetzt da, ist jetzt nur eine Münze drin. Ja, natürlich. Aber nee, wisst ihr, das Level regt mich jetzt auch nicht nur wegen dem auf, es regt mich auch auf, weil ich auf dieselben Tricks reinfalle und das immer und immer wieder, weil ich einfach so scheiße ungeduldig bin. Deswegen habe ich auch damals, als ich angefangen habe mit dem Spiel, nicht die Sternmünzen sammeln wollen. Weil ich dachte mir eh schon, das bringt mich nur zum Raschen. Ich wette, da oben wäre es eigentlich dann schon wieder vorbei, oder? Wenn ja, dann müsste ich nicht, wo die dritte Münze ist. Dann nehme ich erst Halbzeit. Und Stern. Ne, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Sterne hin? Oh scheiße, da ist eine Bombe. Interessant. Aber nee, ich hole mir noch die dritte Münze auf jeden Fall. Oh, hoffentlich mache ich es nicht kaputt. Oh scheiße, ich habe mir... Oh Gott. Was wäre es da drin gewesen? Nix. Aber ne, wisst ihr, das macht mich halt auch aggressiv zum Teil oder halt extrem in Rage. Deswegen wollte ich das damals eben nicht. Aber jetzt, wenn ich schon da bin, möchte ich zumindest... Ja genau, jetzt auf einmal! Oh ne, ist es euer Ernst? Da komm jetzt runter, Alter. Boah, und jetzt kommt der nächste. Komm jetzt mal her, danke. Geht's da rein? Nee, tut's nicht. Aber wir haben ein Problem. Aber nee, wo ist jetzt die nächste Münze? Da wäre noch so ein Ding, aber das will ich mir jetzt nicht extra wiederholen. Da ist die. Da ist die. Oh Gott! Scheiße, was macht denn der Typ? Der ist doch nicht mehr ganz sauber. Ich kann den nicht erreichen. Aber ich habe die letzte Sternmünze. Das ist vorteilhaft. Na was? Achso, ich muss da rein. Okay, ja. Ja. Aber hey, wir haben 2 Sternmünzen. Von 3. Tut mir echt leid, aber ich weiß nicht, wie ich an die letzte kommen soll. Ich habe Spinjump versucht. Ich habe überholte Springen versucht. Vielleicht habe ich auch einfach schlecht getimed. Aber ich pack's einfach irgendwie nicht. Und wir kriegen vielleicht einen Stern. Ein Pilz, den kann ich auch gleich einsetzen. Nein, danke schön. Ja, wo wir gerade dabei sind, ich bedanke mich für euer Zugucken und man sieht sich das nächste Mal wieder. Tschüss.